Beispiel der Musk Hydra in einem Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung. Hier sehen wir den Verteilerkasten. Dann wird der Deckel des Verteilerkastens abgebaut. Vorgefertigte Hydra mit Überwurfmutter und Eurokonus angeschraubt, Heizstrang auf der Unterseite wieder festgeschraubt. Und fertig ist die Montage. Hier sehen wir an einem Heizstrang schon fertig montierte Musk Hydras. Einfache Berechnung der benötigten Energiemenge des Volumenstroms über die Hydra-App. Wir beginnen den Abgleich. Hier wird der Installateur eingegeben, dann wird der Kunde eingegeben. Als nächster Schritt wird die dementsprechende Energieeinsparungsverordnung für das jeweilige Gebäude ausgewählt. Dann stellen wir den Wert der benötigten Watt Zahl pro Quadratmeter ein, geben dann den dementsprechenden Raum ein, hier beispielsweise das Kinderzimmer 3 mit einer Länge von 5,35 Meter und einer Breite von 3,40 Meter. Anzahl der Heizkörper oder Heizstränge, das wäre in diesem Beispiel einer. Dann wird dieser Raum hinzugefügt. Hier wird nochmal die Temperaturspreizung, das Delta T, eingegeben. Das wären hier 15 Grad. Und wir haben hier das Ergebnis, sprich, wie viel Energie wir hier über die Hydra regeln für diesen Raum. Nun werden die in der App automatisch errechneten Werte, hier für diesen Heizstrang ermittelte 0,75 Volumenstrom, über das Anlegen des Messfühlers und durch das Einstellen des Drosselventils abgelesen und übertragen. Und somit ist der Abgleich für diesen Heizstrang erledigt.